Weiter geht's mit The Dark Side. Wenn Leon gleich wieder Maybe sagt, dann ist das schon wieder der Kiwi. Nein? Nicht? Gut. Dann hier. Ah. Oh, ich mag solche Rätsel total gern. Ich bin nicht sonderlich gut drin, aber ich mag die wirklich. So. Okay, das war ja einfach. Das war ja einfach. Nach dem Baphomets Fluch Director's Cut überrascht mich das nicht mehr. Wer mit seinem Messer, wofür auch immer. Da kommen wir her, ja. Eine verwelkte Blume, sie muss besonders sein, um im Angesicht der dunklen Seite geblüht zu haben. Können wir die rausschneiden? Nein. Na gut. Damit können wir jetzt bestimmt hier was rausnehmen. Darin haben wir jetzt Wachstumsserum. Das geben wir der Blume. Yay. Wofür auch immer wir die jetzt brauchen, wir können jetzt da rein oder hier lang. Wir gehen da rein. Huch. Interessant, dass man immer sechs Symbole finden muss und nicht neun. Das hätte irgendwie mehr Sinn ergeben. An diesem Schloss fehlt ein mit Blumen verzierter Würfel. Okay. Die Ranken werden dieses Wandbild nicht länger in Gefangenschaft halten. Okay. Ja, bevor wir da wimmeln, will ich mir den Rest angucken. Hier ist aber soweit nichts. Doch, die Schaufel. Ha! Hätte ich fast übersehen, aber nur fast. Für Zebra muss ich bestimmt das Pferd hier anmalen. Oh, das ist jetzt irgendwie total süß. Wie der da auf dem Steckpferd sitzt. Okay, Gießkanne. Käfer. Wir haben einen Schmetterling und eine Spinne und eine Gottesanbeterin, die nicht als Käfer gilt. Nehmen wir den. Und wir haben jetzt die Farben. Schön. Oh je. Also, die Löwen sind gelb. Oh Gott, das muss ich doch jetzt nicht alles. Oh nee, extra anklicken. Okay. Außerdem ist die Krone gelb und die hier. Und das hier. So. Nächste Farbe. Ist rot. Das sind diese Vorhänge. Der Rache ist hier auch noch gelb. Nein, nicht da. Da. So, das ist nämlich rot. Das hier ist rot und das und das. Und das auch.
Und die Zungen der Löwen sind von alleine rot geworden oder so? Ah ja, und hier das Dingens von dem Ritter. Ah, das ist auch schon rot. Okay. Dann nehmen wir grün. Das ist nur der Drache hier. Oh, ich kann mir das nicht merken. Das ist türkis und der Drache da oben ist türkis. Blau, wie auch immer. So, der hier war lila. Das war auch lila. Und fertig. Thank you, Descendant. Now you too are worthy of da war's the wieder. Dragon Heraldry. Take the ancient book from the cache beneath my portrait and coat of arms. You must find my brother's burial chamber to find the thing you need. Sir Henry hat dir sein Familienwappen anvertraut. Findet die Grabstätte von Sir Henrys Bruder und dieses Wappen wird dir dabei helfen, sie zu finden, was das zu finden, was du suchst. Maybe. Das war jetzt aber sehr laut. Nein? Na gut. Hier unten kommt jetzt diese Platte rein. Drücke die Wandtafeln so, dass sich das Schloss öffnet. Na toll. Ja. Das war offensichtlich nicht allzu schwer. Wo will ich denn hin, bitte? Jeder Würfel besteht an der Oberfläche aus Gold und im unteren Teil aus Metall. Drehe die Würfel, bis jeder an der Oberfläche metallisch grau ist und sich in der ursprünglichen Anfangsposition befindet. Okay, wir brauchen... Irgendeiner wird in der Mitte hier. Ah, das ist der... Das ist schon mal gut zu wissen. Der dreht sich an der Stelle leider nicht so, wie ich das gehofft hätte. Der auch nicht. Aber der. Der jetzt aber nicht. Ja, die beiden müssen irgendwie noch mehr gedreht werden. Leider ist hier ja so null erkennbar, nach welchem Prinzip das Ganze hier funktioniert. Vielleicht habt ihr das schon verstanden, ich habe es nicht verstanden.
Also wenn das jetzt ein Bild wäre, dann hätte ich das jetzt schon, ne? Aber, in diesem Fall weiß ich einfach nicht, was das Spiel von mir will. Moment, Moment, rein von der Logik her. Wenn das hier rechts ist und ich tue das ein nach links, dann müsste das doch, wenn ich es nach oben tue, auch grau werden. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Das heißt, das hier wird jetzt grau und das auch. Das natürlich nicht. Aber so. So. Das hier wird jetzt nicht grau. Genau, das muss ja nach links. Das kann ich ihm gerade schwer bieten. Nein. Ach so, es muss ja das hier muss oben sein, oder? So. Das kann nichts werden, weil das hier muss nach oben. Oh je. Ja, ich bin gerade etwas schweigsam. Aus dem einfachen Grund, weil das hier wieder so ein Rätsel ist. Was mich ein wenig überfordert. Hallo? Tja.
Das bringt jetzt alles nichts. Ich bin dafür zu blöd. Also wer mich und meine Let's Plays kennt, weiß, dass ich in diesen Rätseln ziemlich gut bin, aber das hier ist mir zu hoch. Ja, ich lasse jetzt einfach die Zeit weiterlaufen, dann überspringen wir das und beim nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin.